Inhalte und Materialien machen dich nicht erfolgreich im Steuerberaterexamen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen näher drauf eingehen, denn viele Prüflinge haben diesen sehr gefährlichen Glaubenssatz, wie ich finde, dass man nur möglichst viele Materialien anhäufen müsste, als würden diese Informationen dich und deinen Examenserfolg maßgeblich bestimmen. Wie äußert sich das Ganze? Viele Prüflinge haben die Intention, möglichst viele Unterlagen und Materialien anzuhäufen. Beispielsweise hat man beim ersten Anbieter die Skripte bestellt, sagt dann, ich buche hier nochmal einen Videokurs dazu und holt sich da nochmal eine Fallsammlung und Übungsmaterialien. Und am Ende stellt man fest, spricht da gerne mal mit anderen Examenskandidaten drüber, dass man einen Großteil der Materialien überhaupt nie benutzt hat, denn die Fülle an Stoff ist eh schon groß genug, als wenn du von einem Anbieter alles durcharbeiten könntest. Und wozu das führt, worauf es eigentlich ankommt, das wollen wir in diesem heutigen Video einmal gemeinsam besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Wie wir in der Einleitung eben schon besprochen haben, ist das ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, weil es eben auch weit verbreitet hat und auch weitreichende Folgen für dich hat, wenn du diesem gefährlichen Glaubenssatz unterliegst. Wenn du dazu neigst, zu viele Unterlagen anzuhäufen, dann hör jetzt bitte genau zu, denn du musst dich auf das Wesentlichste konzentrieren. Man ist häufig in der Versuchung, wenn man sich mit dem Markt beschäftigt, wenn man schaut, was für Möglichkeiten gibt es, dass man aus der Unsicherheit heraus möglichst viele Informationen anhäufen möchte, weil man nichts verpassen will. Das heißt, du hast vielleicht einen gut gemeinten Glaubenssatz, dass du sagst, ich brauche jetzt noch den Kurs, ich brauche jetzt noch diese Materialien und ich hole mir jetzt auch noch diese Fallsammlung oder einen gesamten Videokurs, der das nochmal abdeckt, obwohl ich das beim anderen Anbieter schon mit dabei habe. Macht das wirklich so viel Sinn? Wenn du in einem ganz normalen Samstags- oder eben Langzeitkurs dich aufhalten solltest in der Vorbereitung, wirst du sicherlich schon festgestellt haben, dass du es nicht mal schaffst, sämtliche Skripte vernünftig durchzuarbeiten, was eben keine Seltenheit ist, denn diese sind beispielsweise sehr auf Vollständigkeit getrimmt. Du hast also schon Probleme, dich innerhalb deiner Unterlagen auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Und jetzt gehen viele noch einher, weil man eben links und rechts hört, diese Materialien sollen gut sein, diese Videokurse sollen gut sein, hier habe ich nochmal ein Webinar, da habe ich einen Videokurs etc. etc., dass man dazu neigt, auf alle Züge aufzuspringen, weil man eben nichts verpassen möchte. Aber kommt es wirklich darauf an, diese ganzen Informationen zu haben? Auf gar keinen Fall, denn du hast grundsätzlich schon mal einen Großteil der Informationen, die du brauchst. Es kommt nicht auf die Informationen an, die könntest du dir sogar zweifelsfrei im Internet einzeln zusammensuchen, sondern diese natürlich komprimiert und gebündelt zu haben, von der Quantität her, dann natürlich auch qualitativ so aufbereitet zu haben, das ist gar keine Frage. Aber der entscheidende Punkt ist nicht die Information, diese ist nämlich frei verfügbar. Was das Ganze so schwer macht, ist vielmehr, wie du diese Information anwendest. Das heißt, du musst ja mit diesen Infos arbeiten. Du musst das selber, das Wissen, zu Papier bringen. Du musst das in den Fällen anwenden können und du musst auch mit deinen Materialien arbeiten können. Deswegen frag dich vielmehr, was brauche ich wirklich? Brauche ich nochmal diese gleichen Informationen auf andere Art und Weise aufbereitet oder brauche ich vielmehr eine Anleitung dafür, wie ich A, mit dem Wissen, was ich jetzt schon habe oder den Materialien umgehen kann, dass ich mir das besser aneignen kann, dass ich da sozusagen eine Struktur gewinne? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann eben, wie du das Ganze transformieren kannst, dass du mit dem Wissen auch wirklich arbeiten kannst. Das heißt, Informationen selber sind wertlos, kann man so knallhart sagen. Wichtig ist sozusagen die Anleitung für dich, mit diesem Wissen zu arbeiten auf der anderen Seite. Und das ist eben ganz, ganz gefährlich. Nicht nur, dass sich das viel Geld kostet, weil du die Informationen zweifach, dreifach und vierfach dann letztendlich dir besorgst, weil du eben, wie gesagt, das Gefühl hast, ich brauche das noch und das könnte mir in irgendeiner Form weiterhelfen, aber merk dir das wirklich und hinterfrag das auch an der Stelle, was bringt mich jetzt wirklich weiter? Brauche ich diese Unterlagen, um noch mehr Wissen zu haben oder muss ich mich vielleicht mal darum kümmern,
das Wissen besser zu Papier zu bringen, anwenden zu können, mit den Materialien arbeiten zu können. Und das ist eben, wie gesagt, sehr, sehr gefährlich, respektive wenn du dir die richtige Frage stellst, nämlich der entscheidende Vorteil, weil du dann sozusagen dir im Zuge deiner Examensvorbereitung die richtigen Fragen stellst. Und du kennst sicherlich das Sprichwort, die Qualität deiner Fragen bestimmt über die Qualität deiner Antworten. Und das ist eben der Punkt, womit man sich eigentlich beschäftigen sollte, weil das andere hast du in der Regel schon alles, wenn du zumindest einen Anbieter hast, der das sozusagen vollumfänglich abdecken kann. Und da den Fokus auf die richtigen Punkte zu legen und nicht eben noch das gleiche zwei-, drei- oder vierfach sich zu besorgen, ist ein riesiger Schritt für Qualität in der Examensvorbereitung. Und da kann ich dich eben nur einladen, dich damit eben einmal näher auseinanderzusetzen, damit du letztendlich dann auch die Möglichkeit hast, auf die Qualität zu kommen und eben vor allem in die Anwendung von den Wissensbausteinen damit gut arbeiten kannst und letztendlich auch da Fortschritte in deiner Examensvorbereitung erzielst. Das heißt, zusammenfassend für dich, schau, dass du in der Lage bist, mit dem Wissen zu arbeiten, dass du dir Know-how an die Seite holst, wie du beispielsweise mit diesem Ganzen, mit der Fülle an Stoff klarkommst und eben auch das Wissen transformieren kannst und nicht nur isoliert das, was in den Skripten eben drin steht, dort auswendig lernst, weil das werde ich dann entsprechend auch nicht erfolgreich machen. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann stehen wir dir wie immer selbstverständlich gerne zur Verfügung, indem du dich einfach mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns meldest bzw. einträgst unter dem Video. Da können wir gerne mal ins Gespräch kommen, wie wir genau das, was ich dir heute in dem Video vorgestellt habe, auch in deiner Examensvorbereitung mit deinen Unterlagen, wenn die schon vorhanden sein sollten, implementieren können, um letztendlich erfolgreich diese Information auch bei dir zu integrieren, damit das in deinem Examen auch angewendet werden kann. Dazu melde dich, wie gesagt, unter diesem Video bei dem Link und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten YouTube-Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.